fangen wir einfach mal an. Und zwar jetzt mit dem ersten Vortrag der Kundenpräsentation. Wer wünscht sich keinen Roboter zu Hause, der autonom den Rasen selbstständig eine Rasenfläche abfährt und das völlig ohne Begrenzungsräte? Und dazu noch mit einer passenden App, die eine latenzfreie Videoübertragung bereitstellt, eine manuelle Steuerung und eine autonome Steuerung. Und genau das haben wir umgesetzt. Und zwar mit folgenden innovativen Lösungen. Zum einen muss der Rasenmäher ja irgendwie wissen, wo er auf dem Rasen sich gerade befindet, damit er eventuell ein Viereck oder den markierten Bereich eben nicht verlässt. Und das haben wir mit der visuellen Lokalisation umgesetzt. Diese nimmt ein 360-Grad-Kamerabild entgegen und berechnet damit eine Position. Diese Position versuchen wir dann noch zu verbessern mit einer Datenfusion von der Odometrie und dem Gyroskop, um so letztendlich eine sehr genaue Position zu ermitteln. Möglich macht uns das eine leistungsstarke Recheneinheit von Nvidia mit einer verbauten GPU. Auf dieser laufen dann letztendlich sämtliche Algorithmen. Zusätzlich haben wir noch eine Hindernisvermeidung auf dem Roboter, wodurch wir nicht vor Bäume oder andere Gegenstände, die sich im Weg des Roboters befinden, vorfahren. So, um überhaupt den Rasen zu mähen, benötigen wir einen Roboter. Und um diesen möglichst einfach zu erstellen, haben wir uns dazu entschieden, viel auf 3D-Druckteile zu setzen. Diese haben wir passgenau selbst in Fusion designt und stellen die entsprechenden Files auch zur Verfügung, sodass jemand, der diesen Roboter nachbauen möchte, diese Files sehr leicht modifizieren kann, um selber eigene Halterungen bzw. eigene Motoren selbst in den Roboter einzubauen. Um einmal einen kurzen Einblick zu geben, wie so ein Zusammenbau zusammenläuft, hier ein kurzes Zusammenbauvideo. Hier haben wir zuerst die Montage von den gesamten Außenteilen vorgenommen, den Sensoren und den Motoren und anschließend der gesamten Elektronik sowie dem Herzstück, unserem zentralen Sensorboard, auf welchem sich ein Wi-Fi-Mikrocontroller befindet, wodurch wir mit dem Jetson-Board letztendlich kommunizieren. Auf diesem zentralen Sensorboard laufen alle Sensoren zusammen und können so gesteuert werden und ausgelesen werden. Ja, was jetzt noch fehlt, ist dann eine Verbindung zwischen dem Benutzer und dem Rasenmäher. Hierfür haben wir eigens eine App entwickelt, die man hier rechts sieht. Zum einen kann man sich über eine Karte die aktuelle Position mit Hilfe von GPS anzeigen lassen und zum anderen einen Wetter-Tab, womit man sich schnell das Wetter anschauen kann, um zu entscheiden, ob der Rasenmäher heute fahren soll oder nicht. An Einstellungen bieten wir passend die Einstellungsmöglichkeit der IP zum Verbinden auf den Roboter über die App sowie das An- und Ausschalten. Ja, das Highlight der Videostream in Verbindung mit der manuellen Steuerung. So können wir beispielsweise den Roboter sehr einfach aus der First-Person-View über einen virtuellen Joystick, der sich unten rechts im Bild befindet, per Hand steuern. Außerdem dort drüber die Schaltflächen. Mit den Schaltflächen können wir das manuelle Tracking starten, um so eine Fläche zu definieren für die autonome Steuerung. Zusätzlich kann man eine Home-Position setzen, die nach dem automatischen Abfahren angefahren wird und in der sich der Roboter dann quasi letztendlich befindet. Ja, was für Zukunftspläne haben wir noch für unseren Roboter? Zum einen wird das Mähen von Mustern sehr interessant sein, da wir dort individuelle Schnittmuster in den Rasen mähen können, indem wir die entsprechenden Punkte abfahren. Eine Überarbeitung des Gehäuses, um den Roboter noch mehr vor Staub und Wasser und Dreck zu schützen. Auch interessant die Erkennung von Rasenkanten, um das manuelle Tracking quasi in ein komplett autonomes Tracking zu verwandeln. Und eine Ladestation, wodurch wir den Roboter dann letztendlich bequem aufladen können. Ja, ich bedanke mich und